Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, heute kommen wir zur Companion Bible, Anhang 5 oder Appendix 5. Wir finden den auf bibelkreis.ch. Dann gehen wir hier in die Companion Bible. Anhang, Deutsch, und hier haben wir diesen Anhang 5, man kann es auch anders suchen, wir gehen wieder zurück zu bibelkreis.ch, gehen in diese YouTube-Übersicht, gehen wir zu Companion Bible Bullinger Appendix. Und hier haben wir Appendix Nummer 5, den ich jetzt gerne vorlese, vor allem für die Geschwister, die nicht mehr so gut lesen können, wegen den Augen und so weiter. Das sind einfach Links da oben, kann man im Schluss vom YouTube ja alles dann direkt anschauen. Ich werde es 1:1 verlinken. Also der Anhang 5. Schöpfung gegenüber Evolution. Die Einführung in die Genesis und in die ganze Bibel. Genesis, also 1. Buch Moses, 1 Vers 1 bis 2 Vers 3, schreibt alles dem lebendigen Gott zu, der erschafft, macht, handelt, bewegt und spricht. Es gibt keinen Platz für die Evolution ohne eine Leugnung der göttlichen Offenbarung. Das eine muss wahr sein, das andere falsch. Alle Gottes Werke wurden 7-mal für gut erklärt. Siehe dazu dann Anhang 10. Anhang 10. Und zwar aus 1. Mose 1, Vers 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Sie sind groß, Psalm 111, Vers 2, Offenbarung 15, 3. Sie sind wundersam, Hiob 37, 14. Sie sind vollkommen, 5. Mose oder Deuteronomium 32, 4. Der Mensch beginnt mit nichts. Er beginnt in Hilflosigkeit, Unwissenheit, Unerfahrenheit. Alle seine Werke beruhen daher auf dem Prinzip der Entwicklung. Dieses Prinzip ist nur in menschlichen Angelegenheiten zu sehen. Von der Hütte zum Palast, vom Kanu zum Ozeandampfer, vom Spaten und der Pflugschar bis hin zu Maschinen zum Bohren, Ernten, Binden und so weiter. Aber die Vögel bauen ihre Nester heute noch wie am Anfang. In dem Moment, in dem wir die Grenzen überschreiten und die göttliche Sphäre eintreten, ist keine Spur oder Evolution zu sehen. Es gibt Wachstum und Entwicklung im Inneren, aber kein Übergang, Veränderung oder Evolution aus dem einen in das andere. Auf das andere andererseits sind alle Werke vollkommen. Und in der Einteilung zum 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 3, wird 46 Mal alles auf direkte Handlung und Willensäußerungen von Gott als Schöpfer zugeschrieben. Gott erschuf 6-mal, bewegte sich, sagte, sah, teilte und rief, bringt vorwärts. Gott machte, setzte, segnete, beendete. Er ließ 2-mal ruhen. Er hat 1-mal geheiligt. Es ist festzustellen, dass das Wort Gott, Elohim, siehe Anfang 4,1, in dieser Einleitung 35-mal vorkommt. Das Produkt aus 7-mal 5. Den
Zahlen der geistigen Vollkommenheit und der Gnade. Siehe Anhang 10. Es gibt auch 10 Wörter, die mit dem Wort Gott verbunden sind. Dies ist die Zahl der ordinalen Vollkommenheit, Anhang 10. Es gibt nur ein einziges Verb, das allein mit dem Pronomen er anstelle von Gott verwendet wird, und das ist das Verb rute. Insgesamt sind es 11, zu deren Bedeutung auch Anhang 10. Das Wort und wird 102 Mal wiederholt durch die Figur der Polysyndeton, Anhang 6, wird jede einzelne Anhandlung als ebenso unabhängig und wichtig hervorgehoben. Die Evolution ist nur eine von mehreren Theorien, die zur Erklärung der Phänomene der geschaffenen Dinge zu erklären. Es wird von allen Wissenschaftlern zugegeben, dass keine einzige dieser Theorien das gesamte Gebiet abdeckt und die größte Behauptung, die für die Evolution oder den Darwinismus ist, dass sie mehr abdeckt als jede der anderen. Das Wort Gottes erhebt den Anspruch, alles abzudecken, und die einzige Möglichkeit, diesen Anspruch zu begegnen, ist die Leugnung der Inspiration der Schrift, um sie zu schwächen. Das ist die besondere Arbeit, die der sogenannten höheren Kritik, die ihre Schlussfolgerungen auf menschliche Annahmen und Überlegungen stützt, statt auf die dokumentarischen Beweise der Handschriften, wie es die Textkritik tut. Das hier ist das Original in Englisch. Ich habe ja eine Maschinenübersetzung gelesen. Und das englische Original ist auch auf bibelkreis.ch zu finden. Also man geht dann wieder zurück und dann seht ihr auf der linken Seite mehr über Companion Bible, oder aber ihr geht auf Begriffserklärung und geht halt hier suchen, zum Beispiel A wie Appendix, C wie Companion Bible, B wie Bullinger, einfach draufklicken und dann kommen die Bs zum Beispiel. Diese Begriffserklärungen sind einigermaßen in alphabetischer Reihenfolge. So, also das war jetzt Appendix Nummer 5 und ich hoffe, dass es euch ein Segen ist. Wenn ihr Freude habt, verlinkt doch auch diese Seite, damit es auch andere Geschwister lesen können. Im Herrn Jesum Christum einen ganz guten Tag. Hier will ich